Willkommensstation von Annette sein. Annette, eine frühere. Bist du der Spalter? Oh Gott. Bist du der Spalter? Erschreckt mich doch nicht so, Leute. Spalter. Jetzt hat es auch gar nicht lange gedauert. Jetzt kommen hier schon die ersten schwarz vermummten Gestalten. Schönen guten Tag. Ihr wollt doch bestimmt mit mir reden, oder? Sonst wärt ihr ja nicht hier. Gut. Also wir haben keine Samstagsdemo und keine Annette gefunden. Dafür drei verschmummte Herrschaften. Das ist ja mindestens genauso gut, oder? Ja. Wenn die jetzt nur mit mir reden würden und mich nicht nur belästigen, wäre es natürlich noch schöner. Ah, fuck, ey. Guten Tag. Was machst du heute so in der Innenstadt, Kollege? Eigentlich suche ich Annette. Annette? Die ist schon lange weg, Digga. Die stand da hinten. Du kannst eigentlich wieder gehen so. Aber die hat bis 15 Uhr Demo angemeldet heute hier. Nee, die ist schon vorher gegangen. Weil wir da waren, ist die vorher gegangen, Alter. Denkst du? Ich denk, natürlich verpiss dich jetzt, ohne Scheiße. Ich meine ja, die könnte hier genauso gut auch im Spaziergang sein, verpiss irgendwo durch Leipzig. Jetzt. Verpiss dich mal, jetzt mies, Alter. Aber der hässliche Chat ist hässlich. Aber kein Mensch ist illegal, Krossi. Warum soll deine Fresse, AfD-Streamer sind illegal. Aber ich bin doch ein Mensch. In der Leipziger Innenstadt, du Hässler. Bin ich ein Mensch oder bin ich kein Mensch? Krossi? Bist du AfD-Mensch, bist du. Also hässlich. Also entschuldige bitte, wie soll ich sie nennen? Nenn mich Negut. Negut. Okay, was bedeutet das? Dass du Negut bist. Negut? Du bist Negut, verpiss dich jetzt. Aber ich denke, du bist Negut. Deine Mutter ist Negut. Aber Gott, mir wird schwindelig. Nicht anpassen. Hässler. Gott, ich glaube, bei euch ist nicht so schwindelig wie mir. Ja, gut möglich. Welche schön, dich wiederzusehen. Ja, also ich meine, dass Annette hier gerade irgendwo auf Spaziergang unterwegs ist und deswegen nicht herkommt. Und ja, entschuldigt die Belästigung von Negut, den kenne ich schon etwas länger. Und ja, das ist eine Belästigung, aber was will man machen? Der ehrliche Journalist Deutschland ist wieder unterwegs. Danke, Freiheit. Was will der? Ich habe keine Ahnung, was er will. Keine Ahnung. Hätte man mal fragen können, ne? Der wollte uns nicht gehen. Ah, ja. War safe. Hat der Mund geworben, trägt der eine Maulwind? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da geht es auch irgendwie um Anonymität und. Ja, ihr wisst schon. Heutzutage ist es, die Welt ist gefährlich. Das ist nicht schlecht, wenn man undercover unterwegs ist. Die Sache ist halt, dass ich jetzt eigentlich nur noch die Demonstrationen suche, in der einfach noch alle meinen, dass sie weggegangen wären. Ich grüße meine Freundin Anna, also jetzt nicht Freundin, sondern so Freundin so vom Sehen so. Ja. Dann grüße ich, muss mal gucken, wer irgendjemand wollte noch gegrüßt werden. Okay. Leute, wenn ihr den Stream guckt und auf meinem TikTok seid, ich grüße euch gerne alle, schreibt mich privat an, ne? Faschos, ich will den eigentlich auch nicht reden lassen. Aber das ist in der Tat keine Vermummung. Also dadurch, dass er zwei Organe, ja, zwei genau. Sinne zu sehen ist, ist es keine Vermummung. Ist erst so, dann, wenn die Ohren. Man sieht meine wunderschönen Haare. Und deine Ohren. Deine Haare sind keine Organe. Hast du Angst? Ne, also es muss mindestens ein Sinnesorgan, zwei Sinnesorgane zu sehen sein. Was hast du eigentlich für eine schöne Brille auf? Dann redet man nicht von Vermummung. Warum hast du eine schöne Brille auf? Warum? Du hast eigentlich eine Cap, die dich vor Sonne schützt. Warum hast du eine Maske auf? Hä, weil du ein bisschen stinkst. Achso, ich soll dich vom Chat fragen, warum du hier bist. Warum ich hier bin? Ja. Weil du gekommen bist, obwohl hier keine Demo mehr ist. Ja, aber die ist, findet auch noch statt, die geht auch bis 15 Uhr. Die findet nicht mehr statt, die ist schon weg. Die machen immer noch einen Spaziergang und kommen dann irgendwann wieder. Nein. Die ist weg, die Demo. Aber warum sollten die bis 15 Uhr anmelden, wenn die 14 Uhr schon abhauen? Aber du verpiss dich jetzt mal. Es wäre besser für dich, wenn du jetzt gehst, ohne Scheiß. Das wohin? Richtig. Wohin darf ich gehen? Von wo bist du gekommen? Ich komme vom Augustusplatz. Dann gehst du jetzt wieder zum Augustusplatz. Außerdem ist Annettes Demo immer da hinten, wenn, und die sind halt schon weg. Du kannst gerne im Internet nachgucken. Das ist für heute hier am Markt von 13 bis 15 die Uhr. Die Demo ist schon zu Ende. Ah, da höre ich sie doch. Nee, du hörst sie nicht. Ich höre deinen Lautsprecher. Nee, da ist niemand. Da ist niemand. Ah, ich denke, ich warte hier mal noch 3 Minuten. Ja, warte hier mal ein bisschen. Frag mal nach seinen Pronomen. Soll ich nach deinen Pronomen fragen? Ich habe alle Pronomen. Alle? Was sind denn? Was gibt's denn überhaupt für welche? Deine Mutter. Nee, ohne Scheiß, für dich ist das eine dumme Frage, weil das ist dein täglich Brot, aber die Leute wissen wirklich nicht, wie viele Pronomen es gibt. Ich sag alle. Was heißt das? Alle, gib mir irgendwelche. Aber was gibt's denn für welche? Keine Ahnung.
Was fährst du mich eigentlich schon mal so an? Nimm mal deine scheiß Griffe weg. Du rempelst mich. Warum hast du dein scheiß Ladekabel? Warum ist mein Hosenstall offen? Warum ist da ist so, Alter? Der hat seinen scheiß Hosenstall nicht zugemacht. Bist du Bescheid, Junge? Ich glaube, du hast ihn aufgemacht. Nee, gut. Ich würde den nicht aufmachen. Ich gehe mal in die Richtung, woher die Stimmen kommen. Das, da verpiss ich mich doch. Das ist doch auch verpisst. Na, hier ist doch was. Ja. Das sieht mal sehr stark nach Annettes Demo aus. Nee. Wäre ja mal super, wenn man einfach mal in Ruhe gelassen werden würde. Aber ja, das sieht mir nach Annette aus. Die ärztliche Organisation appelliert an die Bundesregierung, auf Großbritannien und die Ukraine einzuwirken, mit dem Ziel, auf die Ausfuhr dieser Munition zu verzichten. Denn Uranmunition schädigt das Leben auf zweifache Weise. Als Schwermetall ist es ein chemisches Zellgift, als Alpha-Strahler. Versuchen, Hab ich gesehen, dass eine Kamera da ist und dass die Aufregung wieder da. Wir haben auch keinen Bock auf dich. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Was soll das hier? Hallo? Wir haben auch keinen Bock auf dich. Kennst du die Leute? Nicht, Alter! Kennst du die Leute? Italien hat im Jahr 2019 kausal zusammengefangen. Ich bin kein Rechter. Das sind Faschos. Ich bin Fascho. Munition mit abgereichertem Uran wurde in den Balkankrieg, im Kosovo-Krieg und in den beiden Irak-Kriegen. Du bist Kind, Alter. Es kam zu einem Anstieg der Fehlbildung. Er hat die Verletzung. Abstand. Saudi-Arabien und Thailand diese Waffen. Also bei der Explosion von Uranmunition bildet sich ein Aerosol mit Partikelgrößen im Nanobereich. Hey, Polizei! 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 Halten Sie den Mann auf! Halten Sie den Mann auf! Polizei! Wir brauchen immer Polizei! Ich hab den Schal runtergemacht. Es ist kein Gewalt. Dafür hast du mich geschlagen. Also die Polizei wurde gerufen, einer von den Angreifern von eben war gerade worden, jetzt Ding festgemacht. Ich konnte einen festhalten und jetzt warten wir hier darauf, dass die Polizei eintrifft. Und wir kriegen ein bisschen Unterstützung. Und nicht mal der, was passiert. Alte Leute schlagen, du, das ist das Letzte. Ja. Wir wurden auch Leute angegriffen, die mich verteidigen wollten. Guck mal, wir werden hier gefilmt. Der ist von der AfD. Der ist von der AfD. Der ist Halt doch jetzt mal deine Klappe! Die greifen hier Leute an. Die greifen. Du bist doch bei ich habe ja niemanden. Reporter, ja. Ich habe von der Demo hier berichtet. Die haben Leute angegriffen und jetzt zeige ich euch. Ich habe ihn angegriffen. Aber mach das doch mal. Der hat die Leute angegriffen. Na klar, filme ich ihn dann, wenn der Leute angreift. Aber ich doch nicht. Aber jetzt habe ich ein Auge auf ihn, dass er hier nicht wegläuft. Der löscht das mal. Mach mal, dann pickst du auf sein Gehirn. Also, er will das nicht. Ich will nur, dass der nicht wegrennt. Der soll nicht wegrennen. Aber schon. Kann ich mit dir reden? Die ukrainische Infrastrukturminister wurde nach Präventivschlägen vom Präsidenten selbst erschreckend. Dieses Unerschrecken muss denen nachdrücklich vermittelt werden. Also hier wird gerade der Angreifer von der
antifaschistischen Szene von einem neuen Mitbürger aufgeklärt, dass es keine Gewalt, die nicht die Lösung ist. Er ist der Angreifer hier. Er ist der Angreifer, der hier Leute auf den Demo ohne seine Genehmigung. Nee, es gibt beim Deutschland das öffentliche Interesse. Und wenn hier jemand Demonstranten angreift, dann liegt das im öffentlichen Interesse, dann darf man das auch übertreten. Was? Nein! Wenn hier jemand brennt, darf man den auch aufzeichnen, oder? Ich möchte nicht. Ja, sie werden auch nicht gefilmt. Ich filme den Angreifer hier. Ja, er greift hier einfach wehrlose Menschen bei einer Demo an. Komm, um das Ganze bitte zu vermeiden. Lass uns heute einen schönen Tag irgendwie genießen. Die Polizei ist gleich hier, die wird sich dann um den kümmern, dann kann er den Tag genießen. Kein Problem, dann, ist er, dann hat er seine Gerechtigkeit bekommen. Der Anfänger schon einmal gut aufgehoben. So ist okay. Aber kann ich mit dir reden? Hast du was dagegen, was ich mit dir rede? Die rot-grüne Regierungskoalition in Berlin. Was heißt eigentlich? Ich komme gerade vom Sport. Ich habe nur gehört, dass irgendwie hier schlagen. Es gehört nicht dazu. Ich will sich jetzt nicht, ich weiß gar nicht mehr, was da abgeht. Du hast deine Meinung. Ich kenne ihn vom YouTube, also ich habe gerade. Aber ich bin auch kein Nazi. Das sagt er öffentlich. Im überwiegend amerikanischen. Was ist der? Also der filmt sich selbst und sagt, ich bin kein Nazi. Wird nach deutscher Führung aber verlangt. Aber es gibt einen Nazi, die sagen, ich bin kein Nazi, dann sind wir trotzdem genau, wenn er ein Nazi ist. Wer ist mehr ein Nazi? Guck mal, Meinungsfreiheit gibt es genug. Kann er seine Meinung sagen, aber nicht Einfluss haben auf deinen eigenen. Ja, du hast eine blutige Stelle. Echt? Ja. Was ist da passiert? Da hat der Junge da, der Schwarze, hat sie. Na gut, die hätten mich. Guck mal, was du gemacht hast. Was rechtfertigt das, dass du einen alten Mann schlägst? Da haben drei Leute haben auf mich eingeschlagen. Ja, das schlägst du doch nicht mit. Aber du hast als erstes auf mich eingeschlagen. Okay, du hast angefangen. Guck mal. Wenn die Polizei da sind, dann war der aber mal ganz kurz. Wie lange dauert das hier, bis hier mal die Polizei kommt? Ja, wir sind mitten in der Stadt Hamburg. Hier wurden Demonstranten angegriffen von schwarz vermummten Leuten mit Handschuhen. Mit Quarzsandhandschuhen, ja, und die Polizei braucht Zeit und Zeit, bis sie hier mal eintrifft, ja. Hier wurden Leute verletzt, Platzwunden am Kopf, aber die Polizei, kann ja bestimmt mal einer die Zeit hier gestoppt haben, oder? Er wollte sich mal entschuldigen, ob er da mal nicht filmt. Was? Er wollte sich wenigstens mal bei dem Herrn entschuldigen, ob er da mal das filmt. Ja, ich soll doch weggehen, oder nicht? Ja. Was denn? Entscheidet euch. Sehr viele Anwälte. Der diplomatische Weg ist der einzige, der zum Ziel führt. Weil der Feuerwehr. Sonst kann das ja gar nicht sein. Ich hab sie nicht gesehen. Die haben mich angeschaut. Wenn man sich jetzt endlich. Ja, der Mann, der nicht gefilmt werden will, springt mir hier vor die Kamera. Das ist natürlich auch wieder typisch. Alle blöd, nur du nicht. Und viele andere. Ja. Ich bin auch blöd. 100, 200 oder 300.000 Wir sind dafür, diese Menschen leben. Ja, genau. Ich wurde angegriffen, da habe ich in Berlin angegriffen. Ich saß alleine da auf dem Marktplatz, hat man gesehen, da kamen die Leute schon auf mich zu. Ja, und das sieht man an. Alles hier. Es gibt keine Ausreden für euch, Faschos. Ohne Waffen, Geld und so. Wirtschaftlicher Frieden bedeutet auch wirtschaftliche Entwicklung, soziale Gerechtigkeit, bedeutet Schutz der Umwelt. Ich hoffe, ich habe das alles auf Video. Damit er hier mit seinen Lügen nicht davon kommt. Alles live. Ich rede nicht mit Faschos. Verpiss dich. Aber wie lange braucht ihr die Polizei, um mal aufzutauchen? Ne? Ja, wie lange? Das ist unser deutscher Staat. Ich bin eine Katastrophe. Ja, verlass doch Deutschland. Oder eben jeden Mittwoch 19 Uhr auf dem August. Ohne Scheiß. Wir sind zurzeit nur ein jämmerlicher Haufen. Ich denke, wenn hier ein Nazi aufgetaucht wäre, da hätten sie eine Minute gebraucht. Aber es sind ja nur Linksextremisten. Red doch nicht mit deinem Chat. Der redet live. Ich bleib hier, damit du nicht abhaust. Also ich schlag niemanden einfach so auf dem Marktplatz zusammen. Na, es ist eine komische Vorstellung von Gerechtigkeit. Naja, klar, bin ich gespannt drauf. Ich zahle dir 100 Euro, wenn du mir einen zeigst. Ich will dein Geld nicht. Ja, ich zahle 1000. Was sollte ich machen, wenn im Schlaf? So, jetzt passt hier niemand mehr auf. Und nach einer Viertelstunde ist die Polizei immer noch nicht hier. Ja, die Angreifer hacken jetzt hier noch aus. Ihr könnt jetzt genauso gut auch einfach wegrennen. Kümmert sich ja keiner mehr drum.
und weiter nach dem Kreis der Bekundung der Manifest unsere Stimme wird in dieser Abendsendung und vergeben leider. Das Leiderwerden gehört uns, das gehört zu den Zuständigen. Ja, ist das zuständig, ja. Was uns nicht gehört, ist, dass wir reserviert verstummen. Denn wir sind euch Jüngeren schuldig, dass wir den Mund aufmachen. So, sind diese Polizeisirenen jetzt etwa für den Angreifer nach einer Viertelstunde, 20 Minuten? Ja, endlich kommt hier mal die Polizei. Das ist unglaublich. So, ja. Letzte Chance wegzurennen. Solche Faschos, sehr unglaublich. Unglaublich. Ja, lasst euch Zeit, Polizei. Lasst euch Zeit. Ganz langsam. Sondiert erstmal die Lage. Genau. Was ist hier Polizei? Polizei! Mann. Ach, Gott. Ja, wir brauchen hier bitte mal Polizei. Ach, endlich, ja, endlich. So, jetzt machen die ersten schon ihre Aussage, jetzt kommt hier der nächste Polizeiwagen. Bestimmt auch noch 20 Minuten, bis der hier ist. Ja, hier, das spricht gerade der Mann, der mich verteidigt hat. Der ja, hat sich vor die Angreifer gestellt. Und ja, danke nochmal vielmals an der Stelle, dass du die Angreifer abgewehrt hast. Moin. Haben Sie was auf der Kamera? Ja, 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 also ich habe das meiste davon angefilmt, ja, auch wie es angefangen hat. Ja, und die Quarzhandschuhe sollte man natürlich nicht vergessen. Acht. Na, ich warte mal, die Polizei kann Bescheid sagen. So, ich denke, weiß nicht, wie lange ich hier noch filmen kann. Ich denke, ich muss dann auch irgendwann noch eine Aussage machen. Ja, ich habe es gelesen. Wir sind eine Leipziger-Initiative, die jeden Mittwoch 19 Uhr auf dem Augustusplatz für die Zukunft unseres Landes und für den Frieden auf die Straße geht. Und jeden Samstag hier von 13 bis 15 Uhr auf dem Markt und von 13 Meter weiter auf dem Markt. Können Sie mir das mal zeigen? Ich bin live. Also man könnte es jetzt gucken, wenn Sie ein Handy dabei haben, kann man sich das anschauen. Denn wir sehen hier. Rückwirkend. Ja, Anna hat gesehen, wie der mit dem grünen Beutel die Quarzhandschuhe von dem Angreifer eingesteckt haben soll. Ich kann es. Was muss es schnell geben? Weichreite. Das bin ich. Ja. Das ist mein Kanal. Moment, wenn wir auf meinen Kanal gehen. Und hier ist mein Livestream. Das hier? Ja. Kann ich das jetzt trotzdem schon mal angucken? Ja, klar. Klar. Kann man kann rückwärts spulen? Ja, ja. Kann man alles machen. Ah ja. Genau. Da fing es irgendwann. Also ich wurde direkt angegriffen, als ich hier angefangen habe, auf dem Markt zu filmen. Ja, wie immer. Ja. Nicht Neues. Und als es dann hier ging es dann halt zu Sachen. Ja. Der Angriff ist viel später passiert. Da bin ich nach hier rübergelaufen. Ich könnte bestimmt mal 10 Minuten weiter. Ja, hier. Wir sind davor. Hier haben sie mich verfolgt. Ja, wie immer. Und jetzt gehe ich gleich zur Demo und da versucht halt gerade einer von den Demonstrationsteilnehmern dann dazwischen zu gehen, weil der das halt sieht. Naja, das ist noch weiter.
Okay. Hier wollte ich die Demonstration filmen und kriege das erst gleich mit, dass ich überhaupt verfolgt werde. Und da... Sind Sie für oder gegen die Demo? Ich bin über alle Demos zu berichten. Also es geht mir eher darum, dass ich halt... dass die Menschen sehen, was hier in Leipzig passiert. Darum geht es mir. Es ist halt immer schwierig, gegen Frieden zu sein. Aber ja, hier kam die dann, schubst mich halt direkt weg. Ja. Und jetzt kommt gleich einer von denen dazwischen. Er hier? Wer ist er? Er ist weggerannt. Er ist dann weggerannt. Ich konnte nur einen von beiden festhalten. Okay. Hier heb ich gerade meine Mütze auf. Also sind die auch gegen Sie vorgegangen? Ja, klar. Und das hat er dann gesehen. Er ist dazwischen gegangen. Und der ist dann dazwischen gegangen, um mich zu verteidigen. Ja. Also den mit der Locke, er ist auf jeden Fall TV. Also schauen wir gleich noch weiter. Und der andere hat auch noch eine Platzwunde mit seinem Kopf. Ja, ich wüsste, das hat er uns gerade, der hier, der Opa. Ja, ja, der wurde auch getreten. Aber den Schlag haben sie jetzt nicht zufällig drauf, wie der ältere Herr. Ich weiß, das ging... Aber um eine Tatwaffe geht's nicht, also mit der Faust. Nee, der muss mit irgendwas geschlagen haben. Der hat schon eine Platzwunde, der Opa, mit der... Ich glaube, er hat ihm das hier in die Tasche gesteckt. Die hat die Quarzsandhandschuhe. Irgendwelche Hand? Das habe ich auf Kamera, wie der ihm was in die Tasche steckt. Ja, ich schon. Der Erschaff, die Materialien schnell und günstig auf der Matte zu ziehen, kann mit riesigen Umsätzen und Sachen erträglich machen. Nach dem Bereich. Vor kurzem war auch völlig klar, wo Erwogen verdrehen und Seilen sind. Du schaust gleich hoch jetzt. Er versucht den halt festzuhalten. Ja, genau, okay. Festgehalten. Ja. Der andere rennt halt weg. So, wie war der alte Mann jetzt in der Trophäe gekriegt? Und das geht jetzt. Sehr teuer, sodass die Führungsregeln von Europa nur überlegt, dann wert zu einem zu sein. Auf einmal müssen die Quarzhandschuhe, wer hat die? Wo sind die? Die soll in den grünen Rucksack stecken. Die soll, er hat da noch was an. Sind das die? Nein, die hat er abgegeben an den Mann mit dem grünen Beutel. Als die zusammenstanden, hat er die Quarzhandschuhe. Also dort drin in den Beutel. Also das hat zumindest einer gesehen. So, also den Schlag, den er abbekommen hat. Haben wir jetzt nicht drauf, also Stand jetzt. Na, ich kann auch nicht alles. Wer ist er? Der hat einfach mal aufgepasst, dass er nicht wegrennt. Der hat gesagt, ich soll ihn loslassen, weil er mit aufpasst. Und dann hat er halt hier eine ganze Weile... Pass auf, dass die nicht wegrennen. Ja, genau. Ah ja. Also ist scheinbar, wo er dann hier war, nichts mehr passiert. Nee. Ich hab selber auch ihn festgehalten und dabei konnte ich nicht filmen, da ist die Kamera weggeflogen. Die Kilowattstunde kostete schon damals im Schnitt mehr als 18 Cent. Wenn man Daten des Energiewirtschafts verwandelt, ach ja. Es wurde der Mann links mit dem Brett, mit dem ich immer die netten Interviews geführt habe, der wurde geschlagen. Für die Unternehmen der Chemie, aber auch der Kupfer- oder der Aluminiumbranche stellt sich deshalb grundsätzlich die Frage, ach ja. Genau. Boah, Gott. Schreck mich doch nicht so, Mensch. Oh, weißt du, was hier los war? Wieso? Der hat einen angegriffen, der hat eine Platzwunde auf dem Kopf. Dann wurde getreten, der von einem Angreifer aus der Linken, der ist aber weggerannt. Den konnte ich mir noch schnappen. Ja, natürlich. Es gibt schon heute. Ach, ja, wirklich. Ihr kommt rechtzeitig, jetzt wo die Polizei da ist. Ja, gut, ich brauche die nicht. Ich schon. Die haben mich schon verfolgt. Ich war dort mitten auf dem Markt, habe meinen Film angefangen und wollte mir hier nur rüberlaufen. Die Demo haben sie mich schon verfolgt. Und als ich dann hier raufkam, haben sie mich angegriffen. Und einer von den älteren Herrschaften ging dann dazwischen und hat mich versucht zu beschützen. Und da hat er sich dann später noch eine gefangen dafür. Nee, scheinbar nicht. Ja, das ist die schöne bunte Welt, die man sich wünscht, ne? Ja, das ist genau das, was man braucht. Ja, ich muss aber
So wer es noch nicht von Anfang an mitbekommen hat, ich stand hier auf dem Markt, wollte ganz normal über die Demonstration berichten. Dabei wurde ich dann von drei Schwarzvermummten genötigt, aufzustehen, gedrängt. Und als ich dann dem nachging und den Platz verließ und auf dem Weg hier zur Demo war, wurde ich wieder verfolgt von denen. Dann ging allerdings ein Demo-Teilnehmer dazwischen, um mich zu verteidigen. Der wurde dann halt auch noch geschlagen. Ein Angreifer konnte abhauen. Es hat dann auch 20 Minuten gedauert, bis die Polizei hier war. Und der andere wurde aber festgehalten. Der befindet sich jetzt hier gerade rechts in einer Maßnahme. Einer der zwei Männer, die mich verteidigt haben, hat jetzt noch eine Platzwunde am Kopf. Aber ja, mir geht's gut. Immerhin, die Weiterverarbeitung läuft nach wie vor. Den Firmenchef Ach, servus, hallo. Kann ich dich kurz für ein Interview begeistern, wie das hier passiert ist? Ja, sehr gerne. Ja. Also das ist ja einer der zwei Männer, die sich dazwischen gestellt haben, als ich angegriffen worden bin. Jetzt erstmal, warum verteidigst du hier Nazis? Ist mir scheißegal, wer oder was du bist. Du hast hier einfach gefilmt, du hast hier keine Parolen skandiert, du hast hier niemanden aufgehetzt, du hast hier einfach nur gefilmt. Ich habe das gesehen und ich habe gesehen, wie die beiden jungen Männer auf dich zugekommen sind. Und hier mit Gewalt sich daran hindern wollten. Und wir haben einer hat mich auch geschlagen. Wir haben hier friedliche Veranstaltungen gemacht. Und es kann es nicht sein, dass hier die Pseudo-Antifa, was auch immer Kinder-Antifa sein soll, die so gehirntot sind, dass sie hier ihre Forderungen mit Gewalt durchsetzen wollen. Wie ist das überhaupt dann auf einmal passiert? Das hat sich ja von jetzt auf gleich auf einmal hochgesteigert. Auf einmal hat man sich da geschlagen. Ja. Was ist da passiert? Ich stand halt so, aus meiner Sicht, ich stand halt davor, habe mich halt dazwischen gestellt und hat dann so gesagt, ne, er hat doch jetzt ja nicht die Deutungshoheit, nicht die Autorität, jetzt zu sagen, dass du jetzt ein Nazi bist, dazu brauche ich auch erstmal Beweise. Also ich bin auch kein Nazi. Dazu brauche ich auch erstmal Beweise. Bei Gott. Und dann fing er auch gleich an, ja, doch, er hat die Autorität. Und ich denke, nein, hast du nicht, habe ich ihm auch gesagt. Und daraufhin, das hat seinem Ego nicht verkraftet, denke ich, so würde ich mal sagen. Und dann wird er so noch mehr aggressiver und dann hat auch sein Kumpel sich noch waren beide vermummt, sind immer aggressiver geworden und der eine hat dann auch seine Hand vor mein Gesicht gehalten, obwohl du da drüben standest und ich im 90-Grad-Winkel und du 3 Meter weit weg standest und sein Gesicht vor meiner Hand halten und ich gesagt, nimmst du mal deine Hand aus meinem Gesicht raus. Ich habe schon 3 Mal gesagt, keine Reaktion. Ich wurde noch aufgefordert, dass ich mich verbissen soll, abhauen soll. So. Also einfach immer aggressiver geworden. Und daraufhin habe ich an den Schal ein bisschen gelüftet, weil ich mal sehen wollte, wer hier sich vermummt. Weil zu zweit darf man sich nicht vermummen. Man darf sich auch alleine nicht vermummen, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Ich dachte, das Vermummungsverbot geht ab 2 Personen. Das bin ich mir nicht ganz sicher. Da muss man die Polizei fragen, da steht ja einer. Vielleicht weiß ich ja das. Jedenfalls habe ich es gemacht und die Reaktion war, ich wurde attackiert, ich wurde im Bauch geschlagen, hat mir jetzt nicht wehgetan, aber das war die Eskalation. Daraufhin haben halt auch die anderen reagiert, daraufhin hat sein Kumpel reagiert, daraufhin hat der junge Mann hier reagiert, ein älterer Mann, echt einer der 80-jährige alter Mann. Opa kann man sagen, wer den schlägt, der ist so niveaulos, so aggressiv. Er hat ihn festgehalten und er hat, weil er hier ausgerastet ist, der alte Mann, hat ihn einfach nur festgehalten, weil er Zivilcourage gezeigt hat. Und ihn deswegen zu schlagen, war natürlich das Letzte, was die Antifa gemacht hat. Oder nicht die Antifa, sondern dieser junge, fehlgeleitete Antifaschist, der glaubt, einer zu sein. Für mich ist das ein Antifaschist. Ist es jedenfalls. Es ist keiner, er gibt es noch vor. Eher ein Faschist. Eher ein Linksfaschist oder ein Faschist. Aber vielen Dank, dass du dazwischen gegangen bist. Das ist ja alles nicht selbstverständlich. Aber alles Gute. Ne? Und entschuldige für den Stress. Das ist blöd. Ja, es ist eine blöde Welt, in der wir leben. Soweit sind wir jetzt. Wenn wir auf die Vorgeschichte des Ukraine-Krieges verweisen, werden wir als Putin-Versteher verleugnet. Das ist falsch. Das ist in Deutschland eine Deutungshoheit, die sich nicht scheut, die Meinung von Fachexperten auszublenden. Ja, also ich habe es auf Video. Er war Leiter des militärischen Anteils der ständigen Vertretung Deutschlands. Nicht, nee. Aber ich bin auch Betroffener, ich bin auch bekannt, ich kann nicht weg. In Europa, in Wien tätig. Er beurteilt 2022 nach Ausbruch des Krieges die Lage so.
bevor ich gleich eine Zeugenaussage machen muss, kann ich dich kurz für ein Interview bedanken und eine Umarmung. Das war, danke. Du hast ja selbst eine Platzwunde davon abgetragen. Gehört. Dabei habe ich nichts gemacht. Stand da nur. Na doch, du bist dazwischen gegangen. Du bist dazwischen, wenn Leute andere Menschen angreifen. Ohne. Ja, ich habe einen Schritt nach vorne. Ja, und das wird bestraft in dieser Welt, wenn man einen Schritt nach vorne macht. Na, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Na, kann ich deinen Kopf mal sehen, bitte? Hat's aber schon, glaube ich. Ne? Ja. Also hier, was ist da passiert? Na, irgendwie musste er mich mit einem Gegenstand, aber er sagte nein, das wäre sein Fingernagel gewesen. Als er so zurückgeschlagen. Ganz schön großer Fingernagel, ja. Aber ich hab Du hast den dünnen, ne? Der hatte doch dicke Handschuhe an. Ich meine sogar Quarzhandschuhe. Das ist eine Waffe. Okay. Die Kündigung des ABM-Vertrages. Die hat er dann wohl weggegeben. Und die NATO-Osterweiterung dürfen zu Warnungen von russischer Seite. Jetzt bin ich ja nicht das neueste Semester, Jelzin, verstehst du? 1995, Zitat. Aber denkst du, er hätte sich auch bei dir entschuldigt, wenn er weggelaufen wäre, wenn man ihn nicht festgehalten hätte? Auf die Verletzung der NATO-Russland-Grundakte. Die Warnungen wurden in den Wind geschlagen. Ich kenne den nicht. Stattdessen der Ukraine und Georgien der NATO-Beitritt in Aussicht gestellt. Danke. Darauf folgte die russische Annexion der Krim. Ich weiß, ob das aus, aber wer das heute laut sagt, kannst wird bitte kurz lautstark verleugnet. Und die Redaktionen setzen die Schere an. Keine gute Zeit für historische Objektivität. So, jetzt habt ihr hoffentlich alle gesehen, wo ich wohne. Wir sind Bürger dieser Stadt, die Initiative Friedenswende gegründet haben, und wir demonstrieren jeden Mittwoch 19 Uhr auf dem Augustusplatz und jeden Samstag von 13 bis 15 Uhr hier auf dem Leipziger Markt oder dem Naschmarkt. Wir freuen uns natürlich auf Menschen, die sich uns anschließen und für die Zukunftsfähigkeit und den Frieden mit uns gemeinsam auf die Straße gehen. Vielen Dank. Dann gucken wir mal noch, ob wir mit der Veranstalterin reden können von dieser Demonstration. Und es gibt noch Applaus. Ach, Annette, kann ich dich kurz für ein Interview begeistern? Ja, ich kann wahrscheinlich nicht viel zur Situation sagen. Nein, warum bist du heute hier, Annette? Dazu kannst du doch was sagen. Ja, wir demonstrieren wie jeden Samstag hier von 13 bis 15 Uhr auf dem Markt oder 30 Meter weiter Naschmarkt. Ja. Wie ich schon sagte, für den Frieden, für diplomatische Lösungen im Russland-Ukraine-Konflikt und für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Da wir uns in erheblichem Maße selbst schaden durch sinnlose Sanktionen. Okay. Ja. Und was schätzt du, warum? Ich meine, hier gibt es ja jetzt Demonstrationen und man hat so vielleicht 20 Leute mal gesehen, die sich da gleichzeitig dafür begeistert haben. Mhm. Was denkst du, warum ist das so vielen Leuten egal oder wie viele Leute gehen dran vorbei? Also ich sag mal so, wir sind schon froh, dass wir hier stehen können und dass wir hier so ein bisschen Aufmerksamkeit haben. Aber natürlich muss uns klar sein, dass die Menschen hier in der Stadt sind, um zu shoppen, Eis zu essen und andere Dinge im Kopf haben. Mhm. Und also wir kriegen sehr viel Zuspruch. Heute haben wir dafür, also die Tage vorher waren positiver, haben wir heute sehr wenig Zuspruch und eher Kritik erhalten. Ja. Kritik erhalten? Ja, Kritik, das kommt schon immer mal. Was ist da gesagt worden? Also die treten dann, also ich werde hier so ein bisschen beschwitzt. Mhm. Ja, also ich höre dann schon mal, Slava Ukraina oder eben geh doch zu Putin oder wie auch immer, rede doch mit, also so kurze Sprüche, die so eingeworfen werden, wo man aber auch nicht wirklich vernünftig diskutieren kann und nicht darauf reagieren kann. Hast du Angst, dass dir was passieren könnte, wenn du hier stehst und redest? Weil du Beschützer hast, so Beschützer beschützen dich ja auch nicht ohne Grund. Nee, was soll mir denn jetzt passieren hier? Was soll mir jetzt hier passieren? Ja, ich habe eine Kamera und filme das, was du machst. Ja. So, es sind lustige Zeiten, in denen wir leben. Verrückte Zeiten, sagen wir es mal so. Lustig wird dem Ganzen nicht ganz gerecht. Das ist jetzt ein bisschen schade. Ich habe jetzt leider nicht richtig mitbekommen, was passiert ist. Ich wurde verfolgt von zwei von diesen dunkel vermummten Leuten. Ja, das ist natürlich wahrscheinlich auch was man nochmal besprechen müsste. Ja. Und dann hat einer Antifa hier aufspielt als diejenigen, die für Recht und Gesetz sorgen. Ja, das ist, da muss man nochmal drüber reden. Einer von denen hatte mich geschlagen und dann sind zwei von den Menschen, die hier standen, bei deiner Demo dazwischen gegangen. Ja, und haben mich beschützt. Ohne die würde ich vielleicht jetzt auch nicht mehr hier stehen. Ne? Und dafür hat sich einer von denen aber eine Platzwunde am Kopf eingefangen. Ja, und der andere wurde auch getreten und hat einen Schlag im Bauch gekriegt. Keine gute Tat, bleibt nicht bestraft. Ne? Aber Polizei ist ja nun endlich... Ja, das hat ja ewig gedauert, in die Polizei gekommen ist. Mhm. Wenn dich hier ein Nazi angegriffen hätte, hätte das bestimmt nicht so lange gedauert. Also,
also die, es ist wirklich sehr, sehr friedlich gewesen die letzten Male hier. Ja. Und man hat uns da auch ein bisschen uns den Raum überlassen, ja. weil die wussten, das läuft. Ja. Sonst waren wir öfter vor Polizeiautos, die gekreist sind. Ja. Also es ist erstaunlich wenig Polizeipräsenz heute da gewesen. Ja. Das war jetzt ein bisschen Pech. Ja, das denke ich auch. Sonst sind die, wer weiß, wo die im Einsatz waren, sonst geht es schneller. Okay. Annette, möchtest du noch was loswerden? Nee, momentan nicht. Alles klar. Dann bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit und alles Gute. Am Montag sehen wir dich wieder, oder? Nee, Mittwoch. 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 Okay, also wer... Am Montag ist woanders eine andere Veranstaltung. Ja, nee, am Mittwoch. Mittwoch, 19 Uhr. So wie es auch die Demokratieglocke. An der Demokratieglocke am Augustusplatz, da ist dann... Die gute Annette, Mittwoch. Initiative Friedenswende 23. Unter der Initiativenswende 23 findet ihr auch auf Telegram die Gruppe. Könnt ihr Annette auch jederzeit noch informieren und kontaktieren. Wenn ihr Fragen habt, hoffe ich doch. Na dann, alles Gute. So, dann ist es jetzt auch wahrscheinlich 15 Uhr. Demzufolge ist jetzt eigentlich auch schon wieder die nächste Demonstration. Aber wir kommen hier nicht weg, da wir uns wahrscheinlich in einer Maßnahme befinden. Und ja, mein Personalausweis ist ja auch noch in der Bewegung, demzufolge ganz, ganz blöd jetzt. Was ist mit den Handschuhen? Also die Polizei hatte das auf jeden Fall auf dem Schirm, dass der Kerl die Handschuhe eingesteckt hat. Also ich habe es ihnen auf jeden Fall gesagt und die hatten sich das auch angeguckt. Und eine Polizistin meinte auch, die hätte das gesehen, glaube ich, der da irgendwas in dem Dings drin hat. Aber ich habe es halt selber nicht gesehen. Ich kann da selber nichts zu sagen. Sebastian, ich habe dir das Video mit dem Angriff geschickt. Wusste ja, danke Andreas. Andreas, unsere Heimat. Hattest du vielleicht Lust, bei mir Mod zu werden? Du darfst halt nur hier nichts, du weißt schon, leugnen, was nicht geleugnet werden darf, den Staat nicht delegitimieren und immer dafür sorgen, dass ein ordentlicher demokratischer Diskurs hier im Chat stattfindet, ohne Zensur. Würde mich freuen, wenn du dir das zutraust. Ich kann es natürlich auch so verstehen, wenn du frei sein möchtest, ohne diesen ganzen Druck. Sag mir einfach Deutschland, unsere Heimat, ob du darauf Lust hast oder nicht. Ja, Annette, nee, die Nette. So, ja, die Demonstration packt jetzt auch hier zusammen. Ich denke, das dauert dann auch nicht mehr lange. Ich hoffe, dass mich mein Personalausweis auch irgendwann nochmal wiederkriegt von der Polizei. Ja, wir sind mitten in einer Maßnahme. Ich wurde angegriffen hier und dann auch andere Menschen wurden angegriffen, die mich versucht haben zu verteidigen. Hier mitten auf der Demonstration. Und dann hat die Polizei auch nur 20 Minuten gebraucht. Bis sie eingetroffen ist. Was willst du machen? Weichreiter, sehe zu, dass du nach München kommst. 15:30 heute. Endlich wieder Stürzenberg live in München auf den Alpenkuschelstranzen. Die Sache ist halt, würde ich gerne, aber es wird sehr schwierig für mich, in einer halben Stunde nach München zu reisen. Ich hoffe es auch, dass die Polizei abonniert hat. Ich musste dem ja erstmal meinen Kanal zeigen. Ja. Ach nee, es ist alles verrückt. Ja. So, Deutschland, unsere Heimat. Du antwortest mir nicht mehr. Demzufolge hast du wahrscheinlich keine Lust auf Adminrechte hier. Okay. Wärst vielen wahrscheinlich eh wieder zu rechts hier. Du darfst nämlich Deutschland, unsere Heimat, darfst du nicht sagen. Hast du schon wieder mindestens ein Verdachtsfall. Hannover ist voll. Ja, okay. Hannover. Ja. Ja, ich habe leider von nichts gewusst, sonst wäre ich heute nach Hannover gefahren. Aber man informiert mich halt auch nicht über alles. Beziehungsweise, ich bin richtig lost. Ja. Aber dafür waren wir hier in Leipzig, konnten die Leipzig-Demos mitnehmen, beziehungsweise eine davon. Ist ja schon die halbe Miete, ja. Und eigentlich kommt jetzt noch die von Bernd Walter, Bernd Ringel. Der ist ja noch auf dem Augustusplatz, meiner Meinung nach. Aber kann auch sein, dass das jemand anderes für ihn übernimmt. Auf jeden Fall ist hier am Augustusplatz noch eine Demo. Aber kann halt dauern. Ja, kann halt dauern. Ja, morgen Aachen, Ukraine, Chef kommt. Ja, ich wäre auch morgen gerne
gerne in der Ukraine, allerdings kann ich das nicht leisten, da mein Opa morgen Geburtstag hat. Nicht nur Frauentag ist morgen für die Männer, die es vergessen haben sollten. Nein, es ist auch der Tag, an dem mein Opa Geburtstag hat. Deswegen war ich heute noch ein bisschen beschäftigt mit Basteln und habe auch meine Finger voll mit Sekundenkleber, wie es man halt so kennt, wenn man bastelt. Ja, das kann dauern, ehe du die Polizei, den Ausweis wieder kriegst. Das ist, hast du noch deinen? Nee, es ist, okay, das erfahrungsgemäß. Okay. Also von Anfang bis Ende, wenn wir Glück haben, eine halbe Stunde. Und das ohne Zeugenaussage, dass du noch auf Wache deine Zeugenaussage machst. Willst du was vielleicht kurz dazu sagen, warum du heute hier bist, generell? Ja, ich bin seit 2014 Friedensaktivist, war auch schon davor, 1999, gegen den Kosovo-Krieg, Angriffskrieg der NATO. Gerade weil ich damals mitbekommen hatte, diesen deutschen, wie hieß er, Jochen Scholz, Whistleblower, NATO-Offizier, der hat hier, war Luftwaffe-Offizier von Europa, von der NATO und hat die ganze Luftwaffe von Europa befehligt. Und der ist damals von all seinen Ämtern zurückgetreten, weil der gesagt hat, hey, ich bin auch bei der NATO und ihr habt die ganze Kriegsmaschinerie angehauen, ihr habt den Flugzeugträger vollgetankt und ihr habt ja noch nicht mal die Diplomatie ausgeschöpft. Okay. Bis zum Schluss. Ja. Kannst du vielleicht ganz kurz halten? Ja. Jo. Der NATO-Krieg 1999, da haben wir angefangen, habe ich angefangen zu demonstrieren. Und auch da schließt sich der Kreis. Heute demonstriere ich auch wieder dagegen, dass Demokratie exportiert wird mit Gewehrläufen. Was ist das für ein Scheiß? Mit Gewehrläufen soll Demokratie und mit Uranmunition soll jetzt Demokratie exportiert werden. Ich meine, und am Hindukutsch wird sie verteidigt. Also das ist ja schon kriminell. Das ist krimineller politischer Extremismus. Und das ist deiner Meinung nach? Meiner Meinung nach. Das sieht jetzt Brüssel, Frau von der Leyen, Leichen anders natürlich. Aber die wurde jetzt auch angezeigt. Ja, oh, ja. Wer es nicht weiß, Ursula von der Leyen wurde jetzt auch angezeigt, weil sie ein paar tausend Mails gelöscht hat, die ja, sie ein bisschen in Verbindung gebracht haben mit diversen Corona-Deals. Ja, überhaupt Medikamente, ihr Mann, der ist ja überhaupt nicht in der Pharmaindustrie. Ja, sie wurde ja auch in Deutschland schon wegen Korruption eigentlich verfolgt, aber als sie dann aufgestiegen ist ins Europaparlament, war sie unantastbar für die deutsche Juristen. Oder ja, wie immer. Jeder, der in irgendeinem Parlament sitzt, wie unsere Julia Nagel, sagt sich, die sind halt ganz schnell unantastbar, egal wie kriminell sie sind oder mit welchen Straftaten, die sich da so abgeben, so wie zum Beispiel körperlicher Gewalt, wie das sie Julia Nagel gemacht hat letzten Sommer bei der globale LE. Da hat doch der Mike Nagler von Attac hat dort bei dieser globale LE ein kostenloses Filmfestival, kann ich nur empfehlen, den Oliver Stone Film Ukraine an Feuer gezeigt. Und ich kenne keinen schlechten Film von Oliver Stone, genauso dieser. Der ist einfach mal guter Journalismus, der gemacht wird, beide Seiten befragt wird, da kommen russischsprachige und die ukrainischsprachige Seite, also beide Seiten zu Wort. Das ist ja ganz verrückt. Und das ist ganz was Verrücktes und Schlimmes. Ja. Und deswegen hat unsere Julia Nagel aus Leipzig aufgerufen, dort zu stören und dort mit ukrainischen Bandera-Jugendlichen, also Faschisten, die an den Stefan Bandera, ein Faschist aus dem Zweiten Weltkrieg, ein Kriegsverbrecher, hunderttausende Juden, Polen und Russen getötet hat, also, nachweislich. Wer es nicht weiß, einfach mal Ukraine nach Bandera befragen. Ja? Das ist, bringt die ein bisschen zum Grübeln und zum Nachdenken. Also zumindest verteidigen sie ihn, dass er kein Holocaust-Mann wäre. Und er ist ja jetzt dort Volksheld seit 2014 und genau. Und obwohl er Konzentrationslager aufgebaut hat. Ja. Genau, und Dörfer hat umzingeln lassen mit Zivilisten, die dann alle ermordet wurden. Polen hauptsächlich, laut, fragen Sie laut doch mal die Wikipedia Polen. Wikipedia ein vielfacher Mörder, eine Faschistensau, aber viele Ukrainer mögen ihn und die Antifa mag ihn dann wahrscheinlich auch. Ja. Ja, die Leipziger Antifa und die Leipziger Linke mag ihn offensichtlich sehr, vor allem die Leipziger Julia Nagel.
arbeitet sogar mit diesen Bandera-Faschisten zusammen. Wie die auf die Idee kommen, noch links sich zu nennen, ist mit rationalen, mit Verstand nicht zu erklären. Das ist ja vieles heutzutage nicht mehr so rational zu erklären. Nee, ich dachte, dass man da hinkommt in so eine Situation. Ich dachte, aber, ich bin hier der Rechtsextremist. Weißt, ich bin du bist der Rechtsextremist, ja, genau. Weil ich dir zeige, was passiert, ja. Ja. Das ist alles gut. Es ist eine verrückte Zeit. Ja, es ist wirklich eine verrückte Zeit. Ja. Was ich noch sagen wollte, jedenfalls hat er dann, die haben ja dann auch genau das gemacht, was sie gemacht haben, diese Bandera-Jugendlichen. Sie haben erst mit verbaler Gewalt reagiert auf Mike Nagler. Und dann, ich habe das Video gesehen, das gibt's, haben sie auch körperliche Gewalt gegen ihn eingesetzt, darauf wurden sie dann angezeigt. Und dann kam auch noch eine Julia Nagel mit ins Bild und wollte diese Gewalttätigkeit, die sie als Kunstprojekt ausgegeben hat, wo es Gewalttätigkeit ein Kunstprojekt, Jule Nagel, fick dich, Jule, Entschuldigung, aber nein, es ist so, Gewalttätigkeit ist kein Kunstprojekt. Deiner Meinung nach sollte sie sich ficken. Ja, meiner Meinung nach sollte sie sich ficken. So, das. Mal eine Frage an Sie. Ja. Sind Sie Teilnehmer der Versammlung gewesen? Ich habe Noah darüber berichtet. Ja. Also nein. Ich bin dazwischen. Nein. Ich war Teilnehmer der Versammlung. Ja, also wie gesagt, Jule, du bist für mich, meine Meinung, das Letzte. Unsere Freundschaft ist schon vor 20 Jahren kaputt gegangen. Damals warst du nicht befreundet? Damit waren wir mal befreundet. Die Zeiten ändern sich. Man sagt ja so schön, wer als junger Mann kein Linker ist, der hat kein Herz. Und wer es im Alter noch ist der hat keinen Verstand. Ja, steckt manchmal ganz schön viel Wahrheit in diesen Sprüchen. Viel Wahrheit drin. Ich finde beides nicht schlecht. Ne? Die Linke Seite wie die Rechte, es hat beides Für- und Nachteile. Deswegen brauchen wir auch beide Seiten. Ja. Das ist ja Yin und Yang. Aber dann halt genau diese Aggressivität, diese Gewalttätigkeit, die die Linkspartei Leipzig unterstützt. Nachweislich hat sie mir auch am 1. Mai 2023 hier auf dem Marktplatz nochmal versichert. Junge Leipziger Linke haben mir nochmal gesagt, dass sie Jule Nagel und ihre Aktion da ganz toll fanden. Was mich immer noch wütend macht. Aber so ist es halt. Tja, wie kommen wir da raus? Ich hoffe, dass Jule ihre Strafe wegbekommt von der Staatsanwalt. Ich hoffe. Wie wir da rauskommen, es gibt keinen goldenen Weg. Es gibt keinen. Wir irren uns voran. Wir irren uns voran. Ja. Aber eins würde ich ganz gerne noch, hast ja gesagt, du bist ein Friedensaktivist. Und da gebe ich immer ganz gerne mal Menschen aus meiner Community die Chance, mit besonderen Menschen zu reden. Ne? Und wenn ihr vielleicht, wenn du Lust hattest, wenn ihr Lust habt, einen Friedensaktivisten mal 1, 2, 3 Fragen zu stellen, dann einfach einen Satz mit einem Fragezeichen in den Chat schreiben. Und dann kann ich noch lesen und stell die vor. Das haben wir noch. 300 Leute, die werden wir mal hinschreiben, die Frage hinkriegen. Aber wie lange machst du das jetzt schon? Jetzt hier. Also generell als Friedensaktivist, meine ich? Also eigentlich, ich habe halt große Pausen. 1999 habe ich angefangen, dann war ich nochmal 2003, da gab es aber keine richtige Friedensbewegung. Und dann halt 2014, 2015. Oh, das ging dann bis 2016, 2017, dann ist das komplett eingeschlafen. Und jetzt wieder 21 haben wir uns wieder zusammengefunden, 21 schon. Ja. Okay, hat jemand dich nach deiner Meinung zur AfD gefragt? Die Antifa-Jungs, die möchte gerne Antifa-Jungs, haben mich danach gefragt. Ja, die Meinung zur AfD schreibt dir einer. Achso, meine Meinung zur AfD. Ja, genau. Meine Meinung zur AfD ist kontrovers, so wie diese Partei. Es gibt in der Partei durchaus Rechte und für mich sind auch Rechtsextreme darunter, aber es gibt auch weniger Rechte. Also, wer wäre für dich so ein Rechtsextremist aus der AfD? Der Höcke. Der Höcke ist ein Rechts. Ja, irgendwie schon. Der tut sich ja sehr mit denen dort gleichhalten und mit denen dort abgeben. Und, ja, kennst du noch ein Zitat, was er so gesagt hat oder was er getan hat? Ich habe mal Zitate von denen gehört, die doch schon ziemlich in die sehr rechte Richtung gingen, aber die haben mir nicht so gefallen. Aber das ist so halt, wo man auch herkommt, nicht? Ja. Wie alt bist du und was ist dein Beruf? 40. Ich bin Pflegehelfer und habe Lagerlogistik gemacht.
Okay. Er hatte noch eine letzte Frage, und zwar, was hält er von Frau Wagenknecht? Frau Wagenknecht finde ich gut, auch wenn ich nicht alles unterschreibe, was sie sagt. Ja. Okay. Und gehst du noch zur Wahl? Ich gehe noch zur Wahl, weil ich nicht will, dass die Einheitsparteien meine Stimme bekommen. Okay, dann vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Was hast du von mir? Ich danke auch. Ja, wahrscheinlich ohne den Livestream. Okay, dann machen wir jetzt an der Stelle auch erstmal Feierabend. Ich denke, ich gehe dann gleich nochmal zu der Demo von Bernd. Und dir bedanke ich nochmal recht herzlich für deine Unterstützung, für deine Zivilcourage und für deine Zeit generell. Jo. Alles Gute. Euch dann.